Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und heute stellen wir uns der Frage, was war denn mit Dragon Ball Legends los? Zusätzlich danach werden wir uns alle neuen Informationen ansehen, die neu reinkamen zum Update 1.15.0. Aber ihr habt es wahrscheinlich alle gemerkt, Dragon Ball Legends war gestern mehr als 24 Stunden offline, wegen der Wartung eigentlich. Es waren glaube 25 Stunden, ging um 5 Uhr nachts, heute um Samstagmorgen bzw. nachts online. Die Sache war folgende, eigentlich war ja eine Wartung gesetzt, offiziell vom Spiel selbst, von Legends selbst. Und die Wartung, die lief auch eigentlich so, wie es verlaufen sollte. Aber, wenn ein Spiel, sage ich mal, eine Wartung ankündigt, dann müssen die beiden Stores dafür sorgen, jetzt in dem Beispiel bei Legends App Store und Google Play Store, dass zu diesem Zeitpunkt, in dem die Wartung stattfindet, auch die Updates freigeschaltet werden in den Stores. Und so wie ich das Ganze verstanden habe, hat das Google Play Store eben verbockt. Die haben es nicht hinbekommen, das Update zeitgerecht zu der Wartung zu beziehungsweise in ihren Store reinzusetzen, sodass quasi nach der Wartung selbst das Update auf dem Google Play Store fehlte und dementsprechend man auf den Google Play Store warten musste, bis das Ganze wieder online gehen konnte und man hat eben darauf gewartet, dass Google Play Store das Update freistellt für Legends, das neue Update 1.15.0. So ist das gewesen, wie ich das verstanden habe, Freunde, deswegen war das ganze Spiel wirklich lange offline. Die Sache ist sie, wir haben 500 Zeitkristalle bekommen, wenn ihr einmal in eure Geschenkbox reingeht, dann bekommt ihr das. Ich hab's schon abgeholt und nicht schon rausgehauen, leider nichts gezogen, aber anyway. Und zwar, ja, 500 Zeitkristalle kann man auf jeden Fall mitnehmen, denn ihr dürft nicht vergessen, das sei nicht Schuld von den Entwicklern von Legends selbst, sondern vom Google Play Store. Und wir haben dennoch eine Entschädigung bekommen, finde ich solide. Die andere Sache ist jedoch, oh jetzt müsste ein Titel, anyway. Die andere Sache ist jedoch, was ich schade fand, beziehungsweise finde, ist, dass sie die ganzen, die Sachen, Events, die Sachen, die ganzen Login-Boni, sage ich mal, nicht um die Stunden versetzt haben, beziehungsweise nicht rausgehauen haben. Was meine ich damit? Das Ganze ging ja um 5 Uhr morgens, unsere Zeit online, und um 8 Uhr morgens sind immer die Daily Changes. Also ab 8 Uhr morgens können wir immer unsere Dailies machen und so weiter und so fort. Und ich konnte zum Beispiel, wahrscheinlich viele auch von euch, die Dailies von gestern nicht machen, vom Freitag, weil das ganze Spiel ja offline war und um 5 Uhr morgens erst online kam und wir dementsprechend nur 3 Tage hatten. Fand ich schade, weil neuerdings sind auch neue Tickets reingekommen, mit denen wir garantiert einen Spartan-Charakter beschwören können. Aber ich würde sagen, ja, das kann man noch verkraften, aber ich finde es halt schade, dass wir das nicht entschädigt bekommen haben. Diese 3 Stunden Zeitspanne, die ist halt nicht gut gewesen für die ganzen Daily-Missionen. Und so und so fort. Anyway. Was sagt ihr dazu zu dem Ganzen, dass es wirklich Mist zum ersten Mal sowas, also seitdem ich so Gacha Games spiele oder an sich spiele, ist es zum ersten Mal passiert, dass sowas passiert ist. Was sagt ihr davon? Lasst mir in den Kommentaren gerne wissen. Und zwar würde ich sagen, wir schauen uns aber mal alle Informationen zum neuen Update an, nämlich Update 1.15.0, beziehungsweise, ja, 1.14 gab es auch Probleme etc. Blabla. Das Ganze wurde jetzt abgedatet auf 1.15.0. Anyway, es wird neue Events reingeben, die auch neue Events reinkommen. Und zwar könnt ihr mir gerne abchecken, die von Freeze zum Beispiel, da könnt ihr jetzt die Ausrüstung sammeln. Die werden ja immer, jetzt kommen ja immer so Daily Events in die Routinen rein. Die wechseln sich dann alle paar Tage ab, sage ich mal. Das von Cyborg 19 wird auch noch kommen und dann könnt ihr die Ausrüstung sammeln und so weiter und so fort. Es gab auch geile UI-Interface-Changes, also Interface-Changes, die gucken wir uns gleich an. Ansonsten gibt es einen neuen Starter-Pack, könnt ihr euch gerne abchecken mit einem neuen Piccolo. Den Piccolo werden wir uns gleich ansehen, den sollte man echt nicht unterschätzen. Und was halt noch dann wirklich wichtig ist, ja, Kompatibilität mit iOS 12, das könnt ihr mal gerne abchecken, die Mitteilung, was hier dran steht, ist, glaube ich, in Überprüfung. Aber was wichtig ist für uns, ist hier, ein neues Banner ist online mit Sparking Super Saiyan Gotenks, Gotenks sage ich, nein, nicht Gotenks, ich habe beide gesehen und Gotenks gedacht, mit Sparking Super Saiyan Goten und Sparking Super Saiyan Trunks. Die zwei Jungs sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Was wichtig hierbei für uns ist, es gibt wieder Hilfsticket für das Ultra-Dimensions-Beschwörungsbanner 5. Und die können wir einsammeln. Da können wir bis zu 16 Stück einsammeln, aber nur jeweils 7 verwerten. Also 7 Tickets sind garantiert ein Spartan-Charakter. Heißt, mit 14 Tickets könnt ihr euch 2 garantierte Spartan-Charakter holen. 2 haben wir im Überschuss, aber nicht keine Sorge. Die 2 können wir dann benutzen für einen Single-Sum. Ist natürlich dann nicht garantiert. Schauen wir uns mal alles an. Wie gesagt, die neuen Charaktere, Super Saiyan Goten Kind, ist hier vom Element Grün. Bei ihm ist ein Schlagangriffstyp und er ist wirklich nur auf dem Schlagangriff angesetzt. Ich habe mir das Ganze mal ein bisschen durchgelesen, aber zum Beispiel, wenn ihr quasi seine Hauptfähigkeit durchliest, da tut er jede Fernangriffskünstlerkarte zerstören und für jede Karte, die er zerstört hat, bekommt er auf seinen Schlagangriffschaden einen gewissen Boost. Wenn eine Karte zerstört wird, 2, 3, 4, 5, ja 5 nicht, 5 geht ja nicht, 4 Karten hat man insgesamt in der Runde im Kampf. Dann, wenn es 4 Fernangriffskünstlerkarten sind und ihr die hauptfähig aktiviert, dann ist das bis zu 200%.
Und dann macht er für 15 Sekunden wirklich guten Schaden mit Schlagangriffsschaden eben. Genau. Und dann ansonsten ist er von der Siegfähigkeit her für die Herbst-Saiyajins, also für die Hybrid-Saiyans, diesen gibt der Basisschlagangriff 20% hoch. Er ist gut in der Combo mit Trunks, merkt man Combo Trunks, wenn er mit Trunks in einem Team ist, kämpft, bekommt der Schlagschaden 40% ab. Dasselbe gilt für Trunks andersrum in der Combo mit Goten, da geht sein Fernangriff ab. Er ist ein Fernangriffstyp von Element Gelb. Bei ihm ist die Sache, er gibt durch die Hauptfähigkeit einen Debuff für die Ki-Regeneration für den Gegner. Und erhöht seine, wenn die eigene Lebensenergie höher ist als die des Gegners, steht er dran, regeneriert er seine Verschwindenleiste um 75%, also dass man dodgen kann für 15 Sekunden, beziehungsweise das für 10 Sekunden, aber die Beendigung der Hauptfähigkeit an sich, das mit dem Debuff für den Gegner ist bei 15 Sekunden. Genau, ansonsten, was haben wir hier für seine Siegfähigkeit, ist auch für Halbzeit-Gens, wie gesagt, und zu den beiden Freunden kann ich sagen, die sind beide im neuen Banner. Im neuen Banner, ob ihr das summonen solltet, wenn ihr, ihr merkt schon, die sind wirklich nur für ein Hybrid-Saiyan-Team. Wenn ihr ein Hybrid-Saiyan-Team spielt oder ein Hybrid-Saiyan-Team spielen könnt, dann sind die zwei Jungs wirklich sehr, sehr gut im Team, wegen ihren Siegfähigkeiten, aber auch an sich selbst, weil die Hybrid-Saiyan sind. Zum Beispiel könnt ihr das Spiel mit den Buff-Trunks und den Super-Saiyan-Trunks. Also die Hybrid-Saiyans haben wirklich einen sehr, sehr guten Boost bekommen. Man merkt das, lange Zeit waren es Saiyajins, vor allem am Anfang des Spiels, wirklich sehr, sehr gut gedeckt durch die Siegfähigkeiten, weil viele Charaktere hatten Siegfähigkeit, Saiyan Boost und so und so fort. Jetzt haben wir quasi an der Stelle Hybrid Saiyans. Also für Summon kann ich euch empfehlen, diejenigen, die Hybrid Saiyans spielen, gerne spielen möchten oder auch den Gohan gezogen haben und ihn jetzt spielen möchten. Ein Hybrid Saiyan Team könnt ihr wirklich sehr, sehr gut bauen. Ganz spontan frei Kopf, der neue Gohan, Buff, Trunks, Super Saiyan Strength Trunks, also der rote Trunks, die zwei neuen Jungs und dann klatscht noch ein Hybrid Saiyan rein zum Beispiel. Anyway, dieser Piccolo. Ich würde sagen, Fusion mit Gott Piccolo und Piccolo, da kam Piccolo dabei raus. Fusion mit Gott Piccolo. Dieser hier ist von Element Blau und Heiliger. Er ist vom Fernangriffstyp, aber man sollte ihn nicht unterschätzen. Warum? Wegen seiner Hauptfähigkeit tut er den Typen Nach- und Vorteil ignorieren, beziehungsweise Typen Nachteil, besser gesagt. Nur Typen Nachteil tut er ignorieren. Was heißt das? Das heißt, wenn er die Hauptfähigkeit aktiviert und gegen einen grünen Charakter kämpft, dann hat der grüne Charakter normal Typen Vorteil und Piccolo Typen Nachteil. Wenn ihr die Hauptfähigkeit aber aktiviert, habt ihr für 45 Sekunden, wird das ignoriert. Und euer Fernschlag geht um 50% ab für 15 Sekunden. Heißt, dieser Dude, der bombt die grünen Charaktere wirklich weg. Und das finde ich gut, weil grüne Charaktere waren in letzter Zeit sehr, sehr stark. Vor allem Bardock und auch der neue Super Saiyan Goku, der einen Gegner quasi durch Deckungswechsel transformiert, was heißt transformieren, sondern teleportieren kann und keinen Schaden bekommt. Und das ist eine Antwort auf die grünen Charaktere. Finde ich gut, finde ich echt solide. Also seine Hauptfähigkeit finde ich echt nice an der Stelle. Ansonsten gibt er durch die Siegfähigkeit den Charakteren Erneuerung auf Siegfähigkeitsstufe 2, 25% ab auf den Fernangriff. Dann haben wir hier noch einen Sparking C16, Element Grün, Verteidigungstyp. Dieser hat auch, der tut sich auch selbst in die Luft sprengen, wenn mich alles täuscht. Spezialattacke ist Höllenblitz, macht enorm Explosionsschaden. Bei Treffer geht sein Selbstzerstörungsschaden, um 30% ab für 25 Zeiteinheiten, also Zeiteinheiten sind Sekunden. Ansonsten Hauptfähigkeit. Als nächstes zieht er die Angriff-Künstlerkarte Letzte Kraft. Und Letzte Kraft ist quasi GG. Eine Selbstzerstörung. Was steht ihr dran? Beim Einsatz der Selbstzerstörung erhöht sich der ausgeteilte Schaden beim Gegner. Der durch die Selbstzerstörung verursachte Schaden hängt nicht von der eigenen Lebensenergie ab, sondern ist von vornherein festgelegt. Und diese legt ihr fest, zum Beispiel, wenn ihr davor mit eurer Spezialattacke ihn trifft, dann habt ihr für 25 Sekunden 30% Selbstzerstörungsschaden ab. Oder auch, wenn mich alles täuscht, durch die genau Superattacke, wenn ihr die grüne Karte aktiviert, dann regeneriert ihr zum einen 30% Ki, nicht 30% Ki, sondern 30 Ki an sich und erhöht seinen Selbstzerstörungsschaden um 15% ab. Okay, alles klar. Beim Treffen des Gegners während der Selbstzerstörung erhöht sich die Geschwindigkeit der Ki-Regeneration des Teammitglieds von Gohan, wenn sogar ein Team ist, um 50% für 20 Zeiteinheiten. Also der Boy ist echt interessant. Bin gespannt, wie man den spielt. Er hat auch einen Deckungswechsel, er hat einen Schaden down, den kann man auch auf jeden Fall gut nutzen. Und Roboterkörper ist, glaube ich, der Einzige, der das hat. Wenn nicht, lass mich in den Kommentaren das wissen. Macht eigene Statuseffekte inaktiv. Also wenn er eigene Statuseffekte hat, Debuffs oder so, macht er die inaktiv, weil er ein Roboter ist. Alles klar. Also den spielt man ja an der Stelle auf Selbstzerstörung so. Das ist der letzte Ausweg, wenn nichts mehr hilft. Ansonsten noch C18 im Banner. Heißt, Freunde, das Banner sieht echt solide aus. Wir haben zudem noch zwei neue Units, sind Extreme Goten und Trunks. Könnt ihr auch noch gerne abchecken. Aber auch zum Banner selbst, wie gesagt, zum Beispiel, wir können hier zweimal garantierte Sparken-Charaktere einsammeln mit den Tickets. Holt euch auch die Tickets. Ich werde euch gleich zeigen, wo ihr sie bekommt am Ende noch. Und die Sache ist, die vier Charaktere sind neu. Also ihr habt viermal die Chance, einen neuen Charakter zu ziehen. Selbst wenn ihr C18 zieht, C18 ist wirklich nicht schlecht, die kann man auch spielen.
Wo bekommt man die Tickets? Na ganz klar, wir wissen das Ganze aus den Daily Missionen. Macht, wie gesagt, immer die Daily Missionen in jedem Spiel eigentlich. Durch die Daily Mission bekommt ihr zum einen bis zu 10 Tickets, wenn mich alles täuscht, da steht ja alles gleich unten dran. Genau hier. Macht bei der täglichen Event-Mission mit, geht bis zum 8.10. Dort bekommt ihr insgesamt 10 Tickets. Die restlichen 6 bekommt ihr aus diesen Missionen, Freunde. Und zwar von diesen Story-Events. Das kommt am 1.10. online, geht bis zum 8.10. Da müsst ihr quasi einmal bei dem Event von dem Cyborg 19 Nachspielen des Originals 70 Mal einen Gegenstand der Kategorie Ausrüstung erhalten und 50 Energie verbrauchen. Dann bekommt ihr je 2 Tickets. Selbes gilt für Raditz, ist auch ab dem 18.10. Ne, ist erst ab dem 18.10. online. Bis 15.10. bekommt ihr nochmal 2 Tickets. Das von Nappa kommt am 15.10. geht bis zum 20.10. bekommt ihr nochmal 2 Tickets. Also sollten es insgesamt 16 Tickets sein, wie gesagt. Je 7 sind verwertbar zu einem garantiert Sparken-Charakter, aber der Überschuss quasi, das wären dann 2, wenn ihr den von gestern auch eingesammelt habt, die kann man dann per Singlesum noch raushauen und zwar ab dem 17.10. Alles klar, Freunde, eigentlich, wie gesagt, so viel zu Dragon Ball Legends Update 1.15.0. Lasst euch nicht irritieren, am Start bestimmt Stand 1.15.0, wenn ich das nicht falsch gesehen habe. Ansonsten merkt ihr das im Titel oder so, im Thumbnail. Aber am Ende ist mir noch was aufgefallen, nämlich das User Interface Change. Das ist richtig geil. Schaut mal, Gruppe Bearbeiten wurde ein bisschen geändert. Und das Geile ist, jetzt wird angezeigt der Fähigkeitenbonus. Also, ich sag mal so, wie gut sich das Team linkt, wie gut sie sich ihre Sie-Fähigkeiten teilen. Wenn zum Beispiel hier zu meinem, mein Monoteam hat hier 1128,45% durch die Fähigkeiten. Also, ihr seht schon, zum Beispiel Krillin bekommt, wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sie-Fähigkeiten. Und das zeigt euch eben quasi an durch das ganze Team. Das ist ja wichtig beim Teamaufbau, dass ihr so viel wie möglich die eure Charaktere sich mit Sie-Fähigkeiten teilen. Mein Sane-Team hat ja auch an Lächeln 946%. Das finde ich sehr, sehr cool, dass es das angezeigt wird. Ist sehr, sehr wichtig. Da steht zum Beispiel da dran, okay, der eine Charakter bekommt. Das ist beim Scouter. Hier bei Vegeta zum Beispiel. Da seht ihr das ja, als ich da drauf geklickt habe. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, wenn mein Auge das richtig sieht, so mein Shinigan noch aktiv ist, sollten das 6 oder 5. Warte, wie sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 Fähigkeiten bekommt durch das ganze Team. Das wurde hinzugefügt und dann noch zum Ende. Wegen Ausrüstung finde ich ganz, ganz gut. Da wird angezeigt, welcher Charakter welche Ausrüstung, beziehungsweise welche Ausrüstung welchen Tier hat. Zum Beispiel, das hat Z-Tier. Z-Tier heißt, das hat die höchste. Z sollte das höchste sein. Höchste, das ist eines der höchsten Werte hat diese Ausrüstung. C könnt ihr euch dementsprechend vorstellen. C ist ganz niedrig und so und so fort. Ich finde das wirklich sehr, sehr cool, dass sie das hinzugefügt haben. In der Ausrüstungsliste seht ihr direkt, okay, diese Ausrüstung ist gut, diese ist schlecht. Natürlich müsst ihr auch Ausrüstung aufwerten. Das könnt ihr zum Beispiel hier machen. Ausrüstungsverstärkung. Und dann wird sich die Rarität natürlich erhöhen. Bei meinem Boy Goku hatte ich halt Glück zum Beispiel. Der hat zweimal einen Golden Slot bekommen. Also zwei von drei sind sehr, sehr gut. Und deswegen ist er vom Sith. Vom Z-Tier, sage ich mal. Z-Item-Tier. Alles klar, Freunde, so viel zu dem Update. Wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Erfolg, wenn ihr noch sammelt. Wie gesagt, die Hybrid-Sane-Team bauen wollen, denen kann ich das empfehlen. An anderen muss das nicht unbedingt sein. Aber bis dahin, wie gesagt, soll es von heute gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.